Angie musste einige Monate durch die Hölle wandern, um endlich den Vertrag zu unterschreiben, den er immer haben wollte. Als vor einiger Zeit Angie plötzlich Ansagen gegen seinen Ex-Label-Boss Capital Bra gedroppt hat, war der Schock groß und damit hat er eine Welle losgetreten, die nicht mehr zu stoppen war. Auf einmal wurde Capital von allen Seiten attackiert. Nur wenige aus der Szene haben ihm den Rücken gestärkt. Mittlerweile gehen beide getrennte Wege, auch wenn sie ihren Beef geklärt haben. Angie hat nun sein eigenes Label gegründet und zeigt, wie viel Geld er gemacht hat. Auf einem Foto badet er in Scheine. Allerdings hat das Jahr erst jetzt angefangen und aus dem Label Kinder der Straße erwartet uns sicherlich eine Menge. So viel kann man jetzt schon versprechen. Dieser Vorschuss, den Angie bekommen hat, wird sicherlich noch weiter wachsen. Mit Capital ist trotzdem alles cool. Vor Gericht muss nun entschieden werden, wer was bekommt. An die Rapcheck-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Denkt ihr, dass Angie mit seinem neuen Label mehr Erfolg haben wird als bei Capital? Und seid ihr schon gespannt, wie der Berliner Rapper weitermachen wird? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.